Und ich freue mich jetzt sehr auf unsere Podiumsdiskussion mit wirklich tollen Gästen, die ich jetzt ein bisschen liebevoller vorstellen möchte, als das vielleicht sonst so üblich ist, unter besonderer Berücksichtigung der Städte, aus der sie kommen und in denen sie wirken. Professor Karl Rudolf Korte aus Hagen, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen, der Mann, dessen Gesicht und Stimme zu den Wahlsendungen im deutschen Fernsehen eigentlich gehört. Herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Wie Sie wollen. Suchen Sie sich einen aus. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Coronakratie über demokratisches Regieren in Krisenzeiten. Und er sagt, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die deutsche Politik einen Realitätsschock erfahren. Es habe aber auch ein großes Demokratieerlebnis gegeben. Wir sind gespannt. Yewan Ri ist leidenschaftliche Aachenerin. Sie sitzt seit Oktober für die SPD im Bundestag und ist aus Berlin zugeschaltet. Hoffentlich jetzt hier auch zu sehen. Da ist sie wunderbar. Wollte eigentlich hier sein, jetzt ist aber eine namentliche Abstimmung angesetzt. Yewan Ri ist studierte Sprach-, Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin, hat im Bereich Wissenschaftskommunikation gearbeitet. Seit 12 Jahren engagiert sie sich in der Aachener Kommunalpolitik. Und sie ist dafür auch ausgezeichnet worden mit dem Helene-Weber-Preis. Sie sagt, dafür, dass es Deutschland doch eigentlich ganz gut geht, sagen viele Menschen viel zu häufig, das ist doch unfair. Und dann sehen wir auch schon Diana Kinnert, Publizistin, Unternehmerin, Politikerin aus Wuppertal. Sie ist von Hannover aus hier dabei. Sie hat Politikwissenschaften und Philosophie studiert, ist CDU-Mitglied und sie plädiert für einen modernen Konservatismus. Diana Kinnert führt die Geschäfte von 2 Medienfirmen und sie hat sich schon vor der Pandemie viele Gedanken gemacht über Einsamkeit, auch ein Buch dazu geschrieben und das haben Sie vielleicht gelesen, da ist einiges nicht korrekt zitiert, da gibt es Plagiate, dafür hat Diana Kinnert um Entschuldigung gebeten, aber sie hat sich eben echt mit dem Thema auseinandergesetzt, nicht nur in dem Buch, sie sagt, ich bemerke, dass das Soziale, das Verbindende oftmals wegrationalisiert wird. Und Thomas Kufen, neuer Vorsitzender des Städtetages NRW, Oberbürgermeister von Essen. Und weil ihn alle kennen, kürze ich das etwas ab. Er ist der Einzige, der nicht Politikwissenschaften studiert hat in dieser Runde. Er ist ausgebildeter Bürokaufmann, hat als kaufmännischer Angestellter gearbeitet. Und er sagt zu unserem Thema, wir OBs werden immer mehr zu Krisenmanagern. Ich freue mich sehr über die tolle Runde. Also, wir wollen und wir müssen leider über Krisen reden und wie wir das gewuppt kriegen. Ich habe das heute Morgen schon mal gesagt, ich habe auch noch so einen sozialen Knubbel, über den ich rüber muss. Ich bin noch nicht so gut im Menschenherzen und habe heute erst wieder so richtig Hände geschüttelt, muss ich zugeben. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie irgendwas zurückbehalten jetzt aus 2 Jahren Pandemie? Frau Rieh, wollen Sie mal beginnen? Haben Sie irgendwas noch persönlich in sich, an sich, wo Sie merken, das ist jetzt nicht ganz spurlos vorbeigegangen? Also ich kam jetzt sehr häufig, wenn ich die alte Bundestagssitzungen, das ist ja immer wieder mal, dass man was Sachen nachguckt und man dann sieht, wie die Leute ganz eng beieinander sind und sich umarmen und eine Flasche trinken. Das ist irgendwie wirklich ganz komisch, was 2 Jahre, wo man diese ganzen Regeln wirklich eingebläut bekommt, was das mit einem macht. Also es ist tatsächlich ganz traurig, dass man sich erstmal wieder daran gewöhnen muss, dass das normal ist, dass man dann irgendwie auch unter Leuten ist. Ich merke das total. Aber ich frage tatsächlich auch immer noch, wenn ich mich nicht ganz so wohl fühle, wenn ich mit ganz vielen Leuten unterwegs bin, auch weiterhin Maske. Ich merke aber schon, dass es immer mehr abnimmt und daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Hm. Frau Kinnert, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie schon wieder wie früher? Ich glaube, dass ich bei Abstandsregelungen und so durchschnittlich reagiere. Was sich extrem bei mir verändert hat, dass ich einen anderen Blick auf Menschen habe, die Sorgearbeit leisten. Also was in Erziehungsleistungen geleistet wird bei Kindern, wenn es um den Haushalt geht, wenn es um entgrenzte Arbeit zu Hause geht, wenn es um die Pflege geht, da merke ich Dinge, die ich vor der Pandemie tatsächlich in ihren Ressourcen, in ihrem Aufwand, in den Doppelbelastungen, gerade bei Frauen vernachlässigt habe, nicht richtig gesehen habe. Das sind Dinge, die mich jetzt gerade sehr stark prägen. Hm. Herr Korte, wie ist es bei Ihnen persönlich? Genau, Mikrofon
liegt bereit? Naja, man freut sich natürlich auf die Nähe wieder, das ist klar. Aber es gibt eben auch neue Formate, die sich ausgeprägt haben, die wir auch weiterhin nutzen werden. Ich glaube, insgesamt sind wir widerstandsfähiger geworden. Das kann man, glaube ich, ganz gut beobachten. Diese Überlegung zu sagen, Politik ist in vielen Dingen in den Entscheidungen alternativlos, das werden wir nie mehr akzeptieren. Mhm. Wir haben in jedem Moment gemerkt, dass das, was wir vor uns hergetragen haben, als Glaubenssätze nicht gilt. Also die EU im Blick auf Binnengrenzen zu schließen, von heute auf morgen, hätte doch niemand gedacht, dass das noch funktioniert, dass man Globalisierungsketten einfach unterbricht, dass offenbar Geld für alles mit der Bazooka da ist. Also alles geht. Diese Erfahrung zu machen, ist eine befreiende Erfahrung geradezu, die man auch postpandemisch nutzen kann für die Politik. Und wer einmal das durchlebt hat, wird niemals sagen, das kann nicht funktionieren. Und es hat den Politikprof auch noch überrascht. Ja, hat mich überrascht in dieser Konsequenz. Ja. Wie ist es bei Ihnen, Herr Kufen? Sind Sie schon wieder wie früher oder ist da noch irgendwie was zurückgeblieben? Ich glaube, es ist niemand wie früher, weil wir uns weiterentwickeln. Aber ich glaube, wir haben doch auch sehr viel gelernt über das Coronavirus. Wenn ich daran erinnere, dass wir ja zu Beginn ja, 2020 alles immer wie verrückt desinfiziert haben und irgendwie verstanden haben, naja, es ist am Ende aber auch keine Schmierinfektion. Das Coronavirus lauert nicht auf der Türklinke, sondern es wird über Tröpfchen. Wir reden heute über Masken, wir reden über Abstand halten. Insofern habe ich auch kein Problem mit Händeschütteln, es sei denn, derjenige reibt sich danach das Auge oder leckt die Hand ab. Das war aber, glaube ich, schon vor Corona nicht so klug. Auch Händewaschen war auch wichtig. Insofern, das ist, glaube ich, da. Aber ich habe auch erlebt, und dass es viel bei dieser Corona-Zeit auch im Kopf stattfindet. Und wir hatten im vergangenen Jahr ein Oktoberfest auch durchgeführt. Das war dann 2G-Plus-Veranstaltung. Das war ein Zelt, das war rappelvoll. Ich kam dann irgendwann auch dazu, weil ich schauen wollte, wie funktioniert das Hygienekonzept. Und man merkte genauso, die Jüngeren wollten Party machen. Und so die Älteren in meinem Alter. Ja, die einen haben gesagt, das ist mir zu voll, ich gehe. Und die anderen haben noch 3 Bier bestellt und sind geblieben. Und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, wie man damit umgeht. Und abschließend noch eine Erfahrung, wir hatten Anfang des Jahres ja einen schrecklichen Großbrand, wo zum Glück keine Personen ums Leben gekommen sind. Und ich war morgens dann da in dem Raum, wo die Menschen sich aufgehalten haben, die warteten, ob sie wieder zurückkommen, überhaupt in ihr Haus. Was doch da geblieben ist, in so einer Situation denkst du nicht an Corona. Wenn vor dir jemand steht, dann fehlen dir die Worte, was willst du sagen? Und dann nimmst du einfach jemanden in den Arm. Da war auch Corona völlig egal. Und ich glaube, solche Momente braucht man auch als Mensch. Daran sieht man nämlich sehr deutlich, der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht auch Nähe. Und wahrscheinlich war das Leben auch vor Corona nie aseptisch, sondern wir müssen gucken, mit diesem Virus, was uns weiter beschäftigen wird, weil es nur Covid funktioniert auch nicht, siehe China. Wenn wir schauen, müssen wir mit dem Virus leben und da klug mit umgehen. Ich glaube, da haben wir viel, viel Erfahrung gesammelt und sind heute auch viel schlauer, was dieses Virus angeht, als noch vor 2 Jahren. Und es bleibt eine Herausforderung für die Politik. Herr Korte, jetzt sind Sie als Wahlforscher erstmal gefragt. Wir reden über 3 große Krisen im Kern. Wie sehr haben die gerade zurückliegende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen beeinflusst? Naja, diese Krisen sind ja nicht nur nacheinander, es sind vielfach Krisen, die sind ineinander verschachtelt. Und das ist insofern auch eine Lebenserfahrung, dass man unsicher ist im Blick auf weitere Entwicklungen und dass viele genauso auch versuchen, das einzuordnen. Also ein Strukturmerkmal der Gegenwart ist diese Art von Unsicherheit, dass sie nicht wegfällt, sondern eher zunimmt. Und es gibt eine Erwartungssicherheit gegenüber dem Nicht-Erwartbaren und das hat sich geradezu festgesetzt. Und in der Konsequenz des Wählens bedeutet das einmal konkret für die Wahlarena Schwierigkeiten zu mobilisieren. Das ist ja erst in den Schlussphasen beim Bundestagswahlkampf möglich gewesen, wieder Großveranstaltungen oder größere zu machen. Also wir müssen anders mobilisieren. Wir haben einen interessanten neuen Parteienwettbewerb kennengelernt, der von den Wählern derart gestärkt worden ist, dass es eine Revitalisierung der Mitte gegeben hat. Es gibt praktisch keine Ränder mehr. Ein Zusammenrücken in der Mitte, was uns als europäischen Sonderweg geradezu von anderen sehr deutlich unterscheidet.
Und es gibt natürlich auch in der Sehnsucht nach Sicherheit, abgesehen von den Themen, die eine Rolle spielen bei den Wahlen, krisenbedingt, auch einen Typ aus Wahl, der jetzt weniger der Kümmerer ist, sondern eher der Macher, der Resilienzmacher ist, idealtypisch, als Krisenlotsen, die gewählt worden sind. Und die Typen an sich unterscheiden sich natürlich auch auf dem europäischen oder internationalen Markt fundamental von denen andere zu entscheiden hat. Also während die Franzosen noch vor kurzem ja zwischen Le Pen und Macron zu unterscheiden hatten, zwischen europäischer Freiheit und liberaler Tradition und Unfreiheit, oder die Amerikaner zwischen Biden und Trump, ja, da mussten wir entscheiden zwischen Kutschaty und Wüst. Kein Vergleich. Also ein demokratisches Luxusproblem, was wir haben. Das ist verlässliche Langeweile. Das ist wirklich wahr, ja. Ja, verlässliche Langeweile im besten Sinne. Ja. Ne, weil ja. Wir, was für ein Luxus, ne? Ja, weil das ist mittezentriert und es war unaufgeregt. Und gut, es war deshalb auch kein Wahlkampf in Wirklichkeit. Und deswegen, das ist ja auch das Thema, dass sich da am Ende wenig beteiligt haben. Aber dieser Typus, der Amtsinhaber, den wir gerne wählen, ein bisschen auch mit dem Charme von Büroleitern, das ist international einmalig. Und, aber es ist, da es mittig ist, hochqualitativ demokratisch und wird in Serie gewählt. Die können auch charmant sein. Dann nehmen wir uns die Krisen jetzt mal nacheinander vor. Beginnen. Ja, wir bilden die sogar aus. Das ist ein wunderbarer Beruf. Ja. Nehmen wir uns die Krisen nacheinander vor, starten mit Corona. Da müssen wir auf junge Menschen gucken. Die Studie Jugend in Deutschland hat gefragt, wie hat die Corona-Krise dein Leben verändert? Und da sagen 46%, fast die Hälfte, meine seelische Gesundheit hat gelitten. Das finde ich echt krass. Und jetzt kommt noch der Krieg obendrauf und 70% sagen, wir haben Angst davor. Frau Kinnert, Sie sind ja nicht nur altersmäßig nah dran, sondern auch inhaltlich. Das Thema Einsamkeit, das hat sich natürlich durch Corona noch verschärft. Sie haben sich vorher schon damit befasst. Was ist Ihre Beobachtung? Was macht das mit jungen Menschen? Ja, zunächst einmal ist meine Beobachtung, dass man sehr explizit unterscheiden muss, um wen es geht. Ich bin jetzt 31. Ich sage immer, ich bin Generation Gildo Horn. Wir haben den Europäischen Song Contest geguckt und sind damals Kolonne nach Venlo gefahren und haben dort noch aus der Telefonzelle angerufen. Wenn ich über Europa nachdenke, dann ist mir mal als erstes der Arte-Sender eingefallen. Das ist eine ganz andere Generation als diejenige, die schon in ihren Jugendjahren konfrontiert worden ist mit Brexit, mit Trump, jetzt mit Krieg in der Ukraine, mit Klimakrise, auch mit Rechtsterrorismus in Deutschland. Das ist eine ganz andere Krisenerfahrung, als ich sie gemacht habe. Ich bin, bis ich das erste Mal vielleicht mit 12, 13 gehört habe, dass in Amerika zwei Häuser eingestürzt sind wegen eines Flugzeugangriffs, habe ich eigentlich keine Krise erlebt. Und den Unterschied muss man machen, weil ich ganz oft erlebe, dass auch wenn wir auf Europakonferenzen zusammenkommen, auf Demokratiekonferenzen zusammenkommen, Leute zwischen 30 und 45 befragt werden, wie es denen geht. Mir geht es relativ gut, das sieht aber ganz anders aus, wenn man 18, 19, 20 ist. Da hat man weniger Resilienzen, da hat man gerade zur ersten Welle Entlassung gehört im Einzelhandel, in der Veranstaltungsökonomie. Wir haben die Menschen erlebt, die gerade in der Uni, in der Schule, denen soziale Kontakte fehlen. Das sind Menschen, die in ihrer Familie nochmal anders Verantwortung übernehmen mussten. Ich glaube, dass es denen ganz grundsätzlich nicht so gut geht. Und natürlich auch mit der Erfahrung, dass wir in ein disruptives Zeitalter gucken. Meine Eltern kannten Linearität und Verlässlichkeit. Die hatten Betriebsjubiläen, die haben gespart, die wurden befördert, die konnten Kredite aufnehmen. Disruption ist in meiner Generation Diagnose. Und ich glaube, dass das mit dazu führt, sich in sich selbst zurückzuziehen, weniger fürs Öffentliche zu leben, erstmal bei sich zu Hause aufräumen zu müssen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch eine demokratische Krise sein kann, wenn eigentlich keine Potenziale und Ressourcen mehr da sind, sich für das Öffentliche, sich für das Solidarische, sich für das Gemeinsame, sich für das Verbindende einzusetzen, weil man erstmal sich um sich selbst kümmern muss. Ja, ich kann das bestätigen, also meine Teenie-Kinder, mehr oder weniger erwachsen, die haben sicherlich mehr unter Corona gelitten als alle Erwachsenen, die ich kenne. Frau Rieh, wie haben Sie das erlebt? Also ich sehe das zumindest von dem Alters, von der Altersanalyse her, genauso wie Frau Kinnert. Ich würde schon durchaus sagen, dass man auch bei den jungen
Menschen nochmal sehr unterscheiden muss zwischen denjenigen, die in der Ausbildung stecken, sei es jetzt in der Schule, sei es in der Hochschule, in der beruflichen Ausbildung, dass da, glaube ich, wirklich vieles verloren gegangen ist und dass man auch in der Politik, das gebe ich auch ganz offen selbstkritisch zu, dass wir da die jungen Leute, glaube ich, nicht so schnell und so viel im Blick hatten, wie wir es hätten haben sollen. Und gerade in einem Alter, wo man natürlich immer verunsichert ist. Ich weiß das auch in meinem, selbst ich, und ich glaube, ich bin mit 34 immer noch recht jung, weiß durchaus, wie es sich anfühlt, wenn man nach der Schule erstmal überlegen muss, was will man machen, was macht man nach dem Studium, wie geht es weiter, wie ist es mit von Befristung zu Befristung. Und das dann in einer Situation zu machen, wo noch viel mehr Unsicherheiten sind, wo man sich auf nichts verlassen kann, man das Gefühl hat, es gibt keine Verlässlichkeit, man weiß nicht genau, wann es zu einer gewissen Normalität zurückkehrt. Das sind, glaube ich, Herausforderungen, wo wir vielen jungen Menschen sehr viel zugemutet haben. Und gleichzeitig zu sehr auf die Resilienz gebaut haben, dass wir dachten, die jungen Menschen stecken da schon weg. Wir gucken jetzt erstmal nach den vulnerablen Gruppen und haben gleichzeitig in der Politik vielleicht gar nicht so sehr gesehen, dass die vulnerablen Gruppen völlig unterschiedlich verteilt sind, dass es gerade auch sehr viele junge Menschen gab, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben, sei es jetzt auch wirklich am Anfang, wo es darum ging, was mache ich, wenn ich jemanden anstecke und wie schütze ich auch andere und wie kann ich damit umgehen. Und da haben sich, glaube ich, viele junge Menschen einfach solidarisch verhalten und fordern jetzt einfach auch ein, dass man einfach sehen muss, dass durch diese Solidarität natürlich auch vieles verloren gegangen ist, viele Jahre verloren gegangen ist. Und gerade in diesen Übergangszeiten, wenn ich mir überlege, während Corona mit der Schule fertig zu werden und dann in eine Berufsausbildung zu starten, ein Studium zu starten, komplett neuen Lebensabschnitt zu beginnen und genau das, was uns, glaube ich, alle geprägt hat in diesen Jugend, also alten, jungen Jahren irgendwie, dass man das alles nicht erleben konnte, das ist, glaube ich, schon sehr hart für viele. Und da müssen wir, glaube ich, auch sehr groß unterstützen. Ich nehme es allerdings ein bisschen anders wahr als Frau Kinnert. Ich habe das Gefühl, dass diese Einsamkeit, diese Isolation zum Teil auch dazu geführt hat, dass viele Menschen einfach auch dieses Gemeinsame, dieses Gemeinschaftliche viel mehr zu schätzen wissen und dass man dieses Solidarische tatsächlich auch geschärft hat, indem man gerade während Corona darauf angewiesen war, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und ich nehme auch durchaus wahr, dass das niemand in Frage stellt, dass aber jetzt alle auch sagen, jetzt müssen wir aber auch mal wirklich den Blick nochmal weiten und auch nochmal die jungen Menschen in den Blick nehmen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt tun müssen während den Entlastungspaketen, dass wir auch nicht wieder den Fehler wiederholen dürfen, dass es dann die jungen Menschen wieder außen vor gelassen werden. Frau Rieh, ich würde gerne noch mal eine Runde bei Ihnen bleiben, weil Sie als ganz junger Mensch, als 11-jähriges Kind zusammen mit Ihrer Familie eine super heftige Krise gemeistert haben. Ihre Familie sollte abgeschoben werden. Erzählen Sie mal, was dann passiert ist und was das mit Ihnen gemacht hat jetzt in der Rückschau. Genau, also vielleicht ein bisschen, ich muss ein bisschen ausholen. Meine Eltern sind in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Mein Vater hatte Germanistik studiert, wollte hier promovieren. Und dann bin ich 1987 geboren worden, mein Bruder ist 1990 geboren worden, also sie sind beide in Deutschland geboren. Und wir kannten es gar nicht anders. Also ich war, glaube ich, ein oder zwei Mal in Südkorea als Kind. Allerdings kann ich mich auch wirklich nicht mehr daran erinnern. Und ich bin in Deutschland aufgewachsen, war in einer im Kindergarten, war in der Schule. Es war einfach, also ich dachte, in Deutschland leben ist schon das Richtige, das ist da, wo ich hingehöre. Und mit 11, 12 Jahren dann einen Brief zu bekommen, wenn die Eltern dann einem sagen müssen, wir müssen das Land verlassen und man dann erst versteht, dass diese Entscheidung, wo man lebt, wie man lebt und ob man hier überhaupt leben darf, dass das gar keine persönlichen Entscheidungen sind, sondern politische Entscheidungen. Das war für mich so als 11-, 12-Jährige wirklich hart einfach anzuerkennen, weil man, glaube ich, als Kind sich gar nicht darüber Gedanken macht, wie viel eigentlich politisch auch bestimmt wird. Und wir haben sehr hart gekämpft, also wir haben wirklich Unterschriften gesammelt, wir haben eine Petition gestartet, wir haben wirklich alles probiert, glaube ich, was man probieren kann und haben ganz viele Briefe, ich habe sehr viele Briefe geschrieben an PolitikerInnen und habe auch viele Antworten bekommen und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass unterschiedliche politische Parteien auch unterschiedliche Ansätze haben, weil für mich war es halt eine Selbstverständlichkeit, ich lebe hier, habe hier meine FreundInnen, ich spreche Deutsch besser als Koreanisch und dieses Ganze, ihr müsst jetzt zurückkehren, war dieses Zurück war für mich gar nichts, was ich so empfunden hätte. Und es war immer noch weiter hart, ich gehe davon aus, weil jetzt ja auch sehr, sehr viele
Menschen, die mir zuhören, vermutlich auch diese ganzen Prozesse und Abläufe kennen. Aber es war tatsächlich so, dass wir die Petition war erfolgreich, dann war es aber immer auf 2 Jahre befristete Bewilligungen, die jede 2 Jahre dann verlängert werden mussten. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin dann mit 22 eingebürgert worden nach einer Serie von 6-mal, 5-mal Verlängerungen, jede 2 Jahre zum Ausländeramt laufen. Das war schon eine große Krise. Andererseits hat mich das unglaublich politisiert, weil ich einfach gedacht habe, diese Frage, wo darf man leben, wo kann man leben, wo soll man leben und wo kann man seinen Lebensmittelpunkt aufstellen, das hat mich schon unglaublich wütend gemacht einfach auch. Und immer wenn ich jetzt in der Zeitung lese von gut integrierten MigrantInnen, die dann irgendwie abgeschoben werden müssen, das triggert mich. Also es triggert mich total und das macht mich immer noch sehr traurig, dass es sich immer noch nicht so verbessert hat, dass man sagen kann, man hat eine Lösung dafür. Ja, was eine Geschichte. Klar, Krise kann politisieren. Herr Korte, wir haben jetzt erlebt, dass Politik plötzlich ganz viel Einfluss hatte auf unser echtes Leben. Also da ist so eine Ministerpräsidentenkonferenz und die beschließen Dinge und morgen oder nächste Woche ist alles anders. Und es laufen Sondersendungen im Fernsehen, wo ich dann erfahre, wen ich nächste Woche noch treffen darf. Welche Auswirkungen hat das auf unser politisches Bewusstsein? Na, erstmal hat man auch gemerkt, dass Landtage wichtig sein können und wichtig sein sollen. Dass sie also das nicht nur einfach übersetzen, sondern dass sie auch Eigenanteile haben. Das hat man doch in der Herausbildung der verschiedenen Phasen der Krise gemerkt, sodass die Anbindung an Zuständigkeiten, an Zuschreibung von Entscheidungen eine andere geworden ist. Dann ist das Informationslevel hat sich verändert, der Informationsbedarf war ja unendlich, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Rahmen und für Qualitätszeitungen, um sich permanent zu informieren. Auch das bringt natürlich eine Qualitätsveränderung, weil die Qualität von Öffentlichkeit ausstrahlt auf die Qualität einer Demokratie. Aber vom Grundsatz her ist es im Prinzip so wie so eine Vereinzelungsanlage, wie das, dieser Drehtüreffekt genannt wird im Baudeutsch. Vereinzelungsanlage, wenn man in ein großes Gebäude reingeht, dass man die Leute rettet, dadurch, dass sie eben sich vereinzeln. Politisch ist natürlich die Frage, wie man die wieder zusammenfügt. Das ist die große Kunst. Also das ist ja auch die Frage, in einer Distanzdemokratie kann das, was Demokratie eigentlich im Kern ausmacht, nämlich der Streit um Argumente, die Auseinandersetzung um Lösungen, nicht wirklich stattfinden. Das Virtuelle ersetzt nur Teile davon. Es ist die Frage des öffentlichen Raumes, um Diversität überhaupt erleben und erfahren zu können, um aus dieser aus diesen Heterogenität heraus überhaupt eine Entscheidung fällen zu können. All das ist schwierig unter Distanzbedingungen, aber die Sensibilität dafür hat zugenommen, das so zu verstehen, dass Politik auch über mich entscheiden kann. Und im umgekehrten Fall kann man aber auch sagen, die Wertschätzung von Freiheit hat zugenommen. Mir auch persönlich hat niemand zuvor jemand so viel Freiheit genommen. Da nutzte auch die Fernsehansprache vor vielen Millionen nichts. Es war einfach schlimm und bedauerlich, was man alles nicht machen durfte. Und auch als Hochschullehrer hat man ja die Freiheit von Wissenschaft. Aber die Festlegung der Lehre in Nichtpräsenz war eben auch keine Auswahl von Freiheit. Und in dem Maße, in dem uns also jemand es nimmt, die Freiheit, und uns das bewusst wird, werden wir darauf achten, dass es niemand weiter tut. Und dass wir alles zurückbekommen, was man uns genommen hat. Also die Sensibilitätsschulung für diese Dialektik der Wertschätzung von Freiheit ist auch ein Faktor, der bleibt, der hochinteressant ist, mit dem die Politik als Fund auch wuchern kann. Und nicht nur eine Partei, die es damals sehr stark ins Zentrum gebracht hat, also vor allen Dingen im Superwahljahr. Also dieses Gelbfieber ist nur erklärbar natürlich unter den Bedingungen, Öffnungsklauseln als Freiheitsfeste zu inszenieren. Die Menschen müssen wieder zusammengefügt werden. Da sind die Kommunen natürlich eigentlich eine gute Adresse. Sie sind ja im Guten wie im Schlechten nah dran. Ne? Also wenn sie es abkriegen, die Wut und den Hass, aber eben auch, wenn sie die Chance haben, die Menschen zusammenzubringen. Was hat sich verändert in Sachen Vertrauen in die Politik in Ihren Augen?
Ich glaube schon den Eindruck, dass die kommunale Ebene als Krisenmanager im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger gestärkt war und gestärkt ist, weil wir einfach viel näher dran sind und sicherlich auch in unserer Kommunikation ganz anders gefordert waren. Das zu erklären, was da Ministerpräsidentenkonferenzen beschlossen haben und auch deutlich zu machen, wenn eine MPK etwas beschließt, ein Papier, ein Eckpunktepapier, dass das nicht heißt, dass am nächsten Tag der Sportplatz gesperrt ist, sondern das auch zu kommunizieren. Und das haben wir eben auch alle erlebt und insbesondere die neuen Kollegen, ich habe es ja gesagt, wir hatten 2020 eine Kommunalwahl, das heißt, es sind auch gerade dort viele neue Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landräte und Landräte gewählt worden. Und dann in diese Aufgabe genau als neue Aufgabe rein. Und wir haben festgestellt, wir müssen einfach klarer kommunizieren. Und in der Krise ist eben keep it simple and keep it clear. Alles das, was sonst in großen Papieren gewälzt wird, müssen wir sehr einfach runterbrechen und eben auch für alle Lebenslagen ansprechbar sein. Was heißt das für den Sportverein? Darf der jetzt mit Jugendlichen, mit wie vielen Leuten auf dem Platz, darf die Turnhalle aufgemacht werden? Wie viele Kinder dürfen zum Kindergeburtstag kommen? Das sind doch alles ganz wichtige Fragen, die, wenn die kommen, für die Menschen sehr essentiell sind, weil sie nichts falsch machen wollen. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle gemacht haben. Professor Korte sprach davon, diese massive Einschränkung von Grundrechten in einer Art und Weise, wie wir uns das alle, glaube ich, nie vorgestellt haben. Bewegungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Religionsfreiheit. Das ist doch Einschränkung, wo wir gesagt haben, das machen die Deutschen nie mit. Wir haben aber eher gemerkt, dass es vielen alles viel zu langsam geht. Verbietet noch mehr, macht sofort die Maske, macht das jetzt alle Läden zu und da auch gegenzuhalten und zu feststellen, ja, in dieser Corona-Zeit kannst du es eigentlich auch keinem recht machen, egal was du vorschlägst. Zu früh, zu spät, zu langsam, zu schnell, das ist egal, was du vorgeschlagen hast. Und am Ende da auch den Kopf oben zu halten, klar zu sein, bei dir selber zu sein, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und immer wieder zu kommunizieren über unsere Homepages. Wir haben auf unseren Internetseiten der Kommunen doch Zugriffe gehabt wie noch nie, weil natürlich auch Zeitungen viele Informationen, selbst Beschlüsse der MPK hinter einer Bezahlschranke hatten und die Bürger dann sauer waren. Und am Ende gab es immer den Link, wenn du dich informieren willst, dann geh doch zur Stadt X oder Y, da ist der Erklärfilm des Oberbürgermeisters oder die Hygienevorschrift erklärt vom Gesundheitsamtsleiter. Also wir haben, glaube ich, was das Thema Kommunikation angeht, einen Riesensprung nach vorne gemacht, tolle Arbeit geleistet und einfach Sicherheit gegeben in dieser Krise. Wenn ich noch einen Satz sagen darf zur Ursprungsdiskussion, ich teile das, Kinder und Jugendliche gehören zu den Verlierern, aber übrigens die Älteren auch. Ich habe das beides erlebt, nicht nur Kinder und Jugendliche, die 5-6-Jährige kennen nur Menschen mit Masken über viele Jahre, das wollen sie sich erinnern. Kennen keinen Kindergeburtstag, ja, kennen nicht rausgehen, kennen nicht in der Kita schlafen, kennen kein Abiball und. Das ist alles das, was ausgefallen ist, was das Leben ja ausmacht und was auch nie mehr zurückkommen wird. Und auf der anderen Seite auch viele Ältere, die sich selbst isoliert haben, weil sie die Kinder nicht anstecken wollen, nicht angesteckt werden sollten. Und natürlich, wenn man Enkelkinder hat und die nicht sieht und wenn man jemanden ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht sieht, was sie für einen Sprung gemacht haben. Und dann war man nicht dabei als Großmutter, als Großvater. Oder die Reise, die man geplant hatte mit dem Ehemann, die ausgefallen ist in dem Jahr. Das sind keine Luxusprobleme, weil jeder weiß, die holst du entweder, machst du jetzt oder die holst du auch in 3 Jahren nicht mehr nach, weil du nicht weißt, ob du noch so mobil bist. Also auch da gab es viele, viele Einschränkungen, gerade bei den Älteren. Das war das eine. Ich habe aber auch erlebt eine große Solidarität. Einkaufspaten, Nachbarschaftshilfe, großes Engagement in Sportvereinen, wo man über Nacht sich neue Hygienekonzepte ausdenken musste, damit man irgendwie die Jungs und Mädels noch auf den Sportplatz lassen darf. Also auch das haben wir erlebt, großartiges Engagement, Kreativität. Und das haben wir in den Städten und in den Gemeinden erlebt. Das macht uns, glaube ich, sehr, sehr stolz. Und deshalb glaube ich, als Gesellschaft war das ein Stresstest, eine sehr herausfordernde Zeit. Aber es hat uns auch gut getan, weil wir um die Leistungsfähigkeit auch gerade des öffentlichen Dienstes wissen. Also das heißt, wenn eine Kommune gut funktioniert, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über sich hinaus wachsen und die Bürgerinnen und Bürger das auch so schätzen, das sind nämlich nicht mehr hier die faulen Säcke im Rathaus, sondern das sind diejenigen, die die Kommunen gut durch die Zeit gebracht haben. Und das erfahre ich als Rückmeldung als Oberbürgermeister genauso wie die Kolleginnen und Kollegen.
Was mich total beschäftigt und echt so ein bisschen fertig macht, ist, dass diese Corona-Leugner-Impfgegner jetzt plötzlich Putin-Versteher werden. Also das ist da so eine Gruppe, weiß ich nicht, ob es 10% sind oder wie viele gibt, die sind einfach immer dagegen. Und die beballern uns mit Mails. Also ich weiß, dass viele Politiker und Politikerinnen, sie werden das alle kennen, zugespammt werden mit ja, wütenden Mails, aber auch mit Pseudo-Informationen. Ich kriege das auch, also sowohl per Mail als auch per Twitter. Und Frau Rieh wird das sicherlich auch kennen. Ich weiß nicht, ob Frau Kinnert auch. Ist es leicht, sich dem immer zu entziehen, dass man da immer so zugeballert wird? Also manchmal hilft nicht alles Lesen. Ja? Hm. Und insbesondere sozialen Medien, die sich auch manchmal als asoziale Medien irgendwie gerieren. Das hilft ja auch nicht. Ja? Nee. Und insbesondere habe ich auch kein Verständnis dafür, wenn selbst Tageszeitungen oder öffentlich-rechtliche diese ganzen Chatfunktionen unmoderiert, wo jeder einfach Positionen da rauskübeln kann und man nicht eingreift, entweder sperrt, richtig stellt, das macht uns das Leben schwer. Weil dem Gerücht wird schnell geglaubt, da kommst du mit Fakten, da bist du schon der, der alles kompliziert macht und sowieso ferngesteuert ist. Also da wünschte ich mir, dass wir auch in sozialen Medien stärker auch dagegen halten und nicht so eine Eigendynamik da entwickeln. Aber es gibt natürlich auch viele soziale Medien, die einfach ohne uns funktionieren und wo die in ihrer Blase sitzen und das entsprechende Algorithmus, was dahinter liegt, natürlich die Menschen immer wieder bestätigt. Ja, und ob Russia Today oder ähnliches, was für ein Mist wir uns gelegentlich auseinandersetzen müssen, das macht echt müde. Aber es gibt, glaube ich, keine Alternative dazu, auch wenn man ab einem bestimmten Grad man feststellt, man dringt auch nicht mehr durch. Ja. Und das ist wirklich auch, wir wollen ja keinen verloren geben, aber es ist sehr, sehr mühsam und es ist auch etwas, was sehr viel Zeit und Personal bindet, auch gerade in Verwaltung. Frau Rieh, Frau Kinnert, welche Erfahrungen machen Sie da? Wie angefasst, wie genervt sind Sie oder ist das gar kein Thema? Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich angefangen habe, mich mit dem Thema Einsamkeit zu beschäftigen, weil es in Großbritannien erstmal ein Thema von mentaler Gesundheit war. Da ging es viel um Hochaltrige, die isoliert sind. Und heutzutage merke ich, dass dieses Einsamkeitsthema viel ja auch mit Beziehung auf der Gegenseite zu tun hat und dass man anders miteinander spricht, wenn man beziehungsfähig ist und auch in einer Beziehung sich haftbar machen kann. Mir fällt auf, dass das Thema eine beziehungsfähige Gesellschaft viel damit zu tun hat, wie wir demokratisch miteinander diskutieren, was wir für eine Streitkultur kultiviert haben, in welchem Ton wir miteinander sprechen, ob wir anonym miteinander sprechen, ob wir destruktiv miteinander sprechen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, ob wir begreifen, dass wir miteinander in Beziehung stecken oder nicht. Und ich glaube, und das will ich wirklich betonen, dass das die große Stärke natürlich der kommunalen Ebene ist, weil die Beziehung dort da ist, weil man sich kennt, weil man sich rechtfertigen muss, weil man sich mehr als nur zweimal wieder sieht. Und ich glaube gar nicht, dass ich bin ja auch einer, der manchmal so überakademisch versucht zu sprechen. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht der entscheidende Punkt ist. Der entscheidende Punkt ist, ob man von Respektrente spricht und Gute-Kita-Gesetz oder ob man den Leuten sagt, was da tatsächlich stattfindet. Dann ist man ihnen gegenüber eben nicht paternalistisch, sondern erklärt Fakten und mutet ihnen zu, auch selber zu einem Werturteil zu kommen. Und ich glaube, das ist die Anerkennung, nach der sich viele auch sehnen. Und nichtsdestotrotz müssen wir natürlich rote Linien ziehen gegenüber denen, die sich aus dem demokratischen Raum verabschiedet haben. Und es ist auf eine Art und Weise, finde ich, nachvollziehbar gewesen in der Zeit von Corona, wenn Menschen alleine vor ihren Facebook- und Telegram-Gruppen sitzen, nicht mehr Familie treffen, sich austauschen, nicht mehr Kollegen treffen, sich austauschen, nicht mehr im Verein sind, auch mal Kritik einfangen, sondern in einer absolut isolierbaren, personalisierbaren, weil ich mir auch das Essen inzwischen komplett nach Hause bestellen kann, in genau dieser selbstdesignten Welt, gerade im Internet, nur mit sich selbst beschäftigt sind, wo Algorithmen sie auch in die Selbstreferenz schicken, dann ist das etwas, wo ich glaube, Gemeinschaft leidet. Und da müssen wir eben gucken und auch viele von uns sehr sensibel werden, dass wir eben auch in Corona sehr pauschal von Kontaktverbot gesprochen haben, obwohl es ja nie um Kontaktverbot ging. Es geht um sterilen Kontakt, dass wir uns nicht anstecken und wie wir gemeinsame öffentliche Räume gestalten, die fair sind, die moderiert sind, wo es nicht nur um Standpunkte geht, sondern wo es um Gespräche geht. Das ist, glaube ich, die große Gemeinschaftsaufgabe, vor der wir stehen. Ich würde, Frau Rieh, Ihnen noch einen anderen Gedanken gerne mitgeben wollen. Wir erleben ja durch eine andere Krise, durch den Krieg,
in der Ukraine gerade auch das Gegenteil, dass die Leute total mitfühlend sind, dass sie ihre Häuser öffnen. Wir haben auch zwei Ukrainerinnen zu Hause aufgenommen, die bei uns leben, die sich als Freiwillige engagieren. Also es gibt auch diese andere Richtung, oder? Das gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, das Problem, das gab es ja auch während der Corona-Pandemie. Es gab ja unglaublich beeindruckendes zivilgesellschaftliches Engagement. Also wenn man sich überlegt, die Nachbarschaftshilfen beim Einkaufen, dass Supermärkte bereit waren, schon früher die Türen zu öffnen, dass die Menschen vor Ort dann bereit waren, auch schon früher mit dem Arbeiten zu beginnen, damit die vulnerablen Gruppen schon vorher, wenn möglichst wenig Kontakt, einkaufen gehen konnten. Das ist auf jeden Fall total beeindruckend. Das Traurige ist, glaube ich, dass die Politik immer etwas langsamer ist als das, was Menschen irgendwie vor Ort in Gemeinschaft irgendwie gemeinsam auf die Beine stellen können und dass das natürlich zu Frust führt, weil gerade auch während des Ukraine-Kriegs bei der Aufnahme von Geflüchteten sind viele Menschen sind einfach viel schneller gewesen, haben ihre Wohnungen geöffnet und sagen jetzt aber natürlich auch, okay, wir dachten eigentlich, es wäre eine Übergangssituation. Wir würden jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Und da braucht man halt natürlich Antworten. Und wenn diese Antworten fehlen, wenn man das Gefühl hat, okay, man nutzt diese Großzügigkeit, man nutzt dieses Engagement irgendwann aus, weil die Politik zu lange braucht, dann führt das natürlich zu Frust. Das muss einfach schneller gehen und es muss einfach auch mehr Hand in Hand gehen und man muss diese Wertschätzung einfach auch entgegenbringen. Das Gleiche merke ich aber auch in der Kommunalpolitik. Ich war ja bis 2021, also bis zur Bundestagswahl, letzten Herbst war ich ja Kommunalpolitikerin, bin dann in die Bundespolitik gewechselt und ich merke schon, dass es mir natürlich sehr viel einfacher fällt, mit Bürgerfragen umzugehen, mit Bürgermails umzugehen, mit Briefen, mit Anrufen umzugehen, weil ich einfach die Ressourcen habe, die Infrastruktur habe. Ich habe ein Büro, was sich darum kümmern kann. Ich kann mir die Anfragen zum Teil auch mit meinen KollegInnen in der Fraktion aufteilen, dass man nach Wahlkreis geht, nach Themengebieten geht. Wir haben dann auch nochmal Fraktionsbüros, die uns dazu arbeiten. Und das ist tatsächlich etwas, wo es mir einfach um die Kommunalpolitik insofern leid tut, weil man natürlich damit bombardiert wird, wenn man in den Supermarkt geht und dann wird man darauf angesprochen von der Nachbarin, vom Nachbarn, der sagt, warum, was habt ihr euch denn da schon wieder bei gedacht, warum macht ihr denn das und das, auch gerade beim Ukraine-Krieg, wo natürlich auch viele Fragen sind, auch ich musste mich erstmal jetzt irgendwie ein bisschen einarbeiten in diese ganze Frage Waffenlieferung, was sind schwere Waffen, gibt es schwere Waffen, wie geht man damit um? Und dann wird man in der Kommunalpolitik, weil man so nah dran ist bei den Menschen, wird man damit konfrontiert und hat natürlich noch viel weniger die Antworten, als wir es in Berlin jetzt haben würden. Also deswegen muss ich sagen, unglaublichen Respekt, wahrscheinlich noch mehr, als ich selber nur Kommunalpolitikerin war und nicht nur diesen Bundesblick hatte, was einfach auf kommunaler Ebene geleistet werden muss. Und das, was Herr Kufen gesagt hat, hat mich unglaublich abgeholt. Die Kommunikation muss besser werden. Gleichzeitig laden wir natürlich viel Kommunikation wirklich in die Kommunen ab. Das alles, was man auf Bundes- und Landesebene nicht schafft, den Menschen näher zu bringen, machen die Kommunen. Und ich glaube, dass gerade dieses Kommunikative eine zusätzliche Säule geworden ist im Politikerdasein, wo wir viel mehr darauf achten mussten. Ich habe vorhin beim Technikcheck Herrn Dedi schon zugehört, der ja meinte, in der Bundespolitik reden die Menschen vielleicht etwas zu abgehoben, weil sie in der Bubble sind oder in der Blase sind. Das kann alles total sein, aber ich glaube, wir müssen, wenn es diese Blase tatsächlich gibt, auch aus dieser Blase raus, weil Kommunikation viel, viel wichtiger wird für die Politik, egal auf was für einer Ebene, als je zuvor, weil die Menschen sich die Information sonst woanders holen. Und wenn die Information dann falsch ist oder in eine Richtung geht, die man gar nicht mehr aufhalten kann, ist es immer schwieriger nachzusteuern, als wenn man von vornherein einfach auch offen und transparent und vor allen Dingen auch verständlich kommuniziert hat. Und das sollten wir uns, also das nehme ich jetzt auch für mich auf jeden Fall immer mit, dass ich auch versuche, meinen KollegInnen auf der kommunalen Ebene so viele Informationen wirklich auch verständlich zusammenzufassen, dass dann auch auf Bürgerfragen eingegangen werden kann. Und dann natürlich auch dieses Engagement, was Sie jetzt genannt haben mit den Geflüchteten, dass man das heute wirklich auch ehrlich wertschätzen muss und es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleiben kann. Wir müssen da halt viel, viel schneller dann auch mit der Politik nachziehen. Wir brauchen auch an der Stelle die klassischen Medien mit redlichen Redaktionen, die vernünftig mit Informationen umgehen. Herr Korte. Ja, nochmal auch zwei verschiedene Antworten darauf, die auf die Unterschiedlichkeit abzielen, die ja dahinterlegt ist. Also wie geht man mit Streit um, mit Konflikt, mit anderen Meinungen, mit anderen Argumenten oder auch mit
irgendwelchen Verschwörungsfantasien. Das eine ist die Form von Medienmündigkeit, die wir uns unter Bedingungen des Strukturwandels von Öffentlichkeit erstmal angewöhnen müssen. Das muss man auch lernen. Es ist nicht nur Medienpädagogik, sondern eine Aneignung, um die Relevanz einzuschätzen der verschiedenen Möglichkeiten, die die Öffentlichkeit heute bietet, den Umgang damit einzuüben, die Wertschätzung, ob sozial oder asozial, wie Sie sagten, das ist doch unvertraut im Verhältnis zu allen anderen Medien. Insofern ist das auch eine Gewichtung, ob ich immer diejenigen, die eine andere Meinung haben, immer dazu hole, um die Meinung damit groß zu machen, die in Wirklichkeit ganz klein ist. Denn die hybriden Protestformate sind in der Regel clever organisiert, laut, bunt oder eben in einem besonderen Kanal, der sich schnell verbreitet. Das ist Cleverness, aber es ist nicht Größe. Und diejenigen, die in der Blase sind, meinen natürlich, sie sind die Mehrheit. Und das ist ja nie so. Also es ist klein. Und insofern wäre mein erster Punkt, Medienmündigkeit darüber nachzudenken, um mit Vielfalt auch umzugehen unter Bedingungen von deregulierten Wahrheitsmärkten. Denn damit haben wir es ja systematisch zu tun. Und die zweite Antwort ist die Infrastruktur, die kommunal auch zu beackern ist. Wo begegnet man dem anderen? Wo bekomme ich Lust, andere kennenzulernen? Wo ist das Abenteuer, Veränderungspatriotismus zu erleben in der Stadt? Mit anderen Meinungen. Das ist doch die Auseinandersetzung, dass ich das Gespür für andere verliere und mich abkapsle. Und wo ist die Einladung, politische Öffentlichkeit herzustellen über die Basis von Infrastruktur, die den Namen verdient? Wir kennen aus der Wahlforschung klar die Ergebnisse, wer politisch verlassen ist, wählt immer extrem. Und die politische Verlassenheit heißt eben kein Bus, keine Bank, kein Schwimmbad, was auch immer. Das sind Dinge, mit denen man Staatlichkeit assoziiert. Insofern, jede Investition in Infrastruktur lohnt sich demokratiepolitisch und für dieses Thema. Unterschiedlichkeit zu erleben, auszuhalten, zu erfahren, geradezu Freude an der Verschiedenheit zu haben. Und bei dem Resilienzthema ist es noch naheliegender. Nur eine Gesellschaft, die Unterschiede kennt, ist überlebensfähig. Homogene Gesellschaften brechen sofort zusammen, wenn irgendetwas von außen kommt. Der Grad der Verschiedenheit macht widerstandsfähig. Die Unterschiedlichkeit ist die Dimension, die Möglichkeiten zur Überlebenschance überhaupt herstellt. Also die Begeisterung für das andere, wo fördern wir sie? Auch im kommunalen Bereich. Und da lag durch die Pandemie viel im Argen, aber da ist es viel möglich, jetzt zu investieren, Plätze so attraktiv zu machen, dass ich andere erlebe, erfahre. Das ist demokratiepolitisch erste Sahne. Cooles Plädoyer. Eine Krise rutscht jetzt hier gerade bei uns und allgemein in der Wahrnehmung so ein bisschen nach hinten, obwohl, wenn wir der Wissenschaft glauben, sie die tödlichste von allen ist, die Erderwärmung mit Extremwetter. Frage, ist das immer noch zu abstrakt? Wer möchte was dazu sagen? Jetzt haben wir seit gestern Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Und da muss man ja sagen, Tankrabatt, da sagen durch die Bank alle Ökonomen, ist Quatsch. Ist ja ganz schön populistisch, so eine Entscheidung zu treffen, oder? Wenn Sie die Kommunen gefragt hätten, wir hätten auch kein 9-Euro-Ticket gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Mir ist eher sicher, dass wir eine auskömmliche Finanzierung des ÖPNVs auch in 2023 haben und hoffen, dass der Bund dann noch Geld hat, um unsere Pläne da auch zu unterfüttern. Ich glaube schon, dass das Thema Umweltschutz, Klimaschutz im Bewusstsein ist. Man kann es ja auch an den Wahlergebnissen ablesen und wonach gewählt wird. Die Erfahrbarkeit, gerade was Extremwetter angeht, in den großen Städten haben wir alle gemacht. Auch in einer Stadt wie Essen im vergangenen Jahr mit einer Hochwassersituation in Bereichen, wo wir das so nicht erwartet hatten, Jahrhunderthochwasser. Und klimaresiliente oder die resiliente Stadt ist ein Thema, glaube ich, überall. Schwammstadt, wie bereiten wir uns darauf vor? Aber eben, wir reißen nicht über Nacht die Stadt ab und bauen sie dann klimagerecht und Cradle to Cradle wieder neu, sondern wir sind dabei, immer auch zu Flickschustern und gucken, wie wir uns um die Zeit retten. Und haben natürlich auch gerade junge Menschen im Nacken, denen alles viel zu langsam geht. Und das natürlich auch da
der Kommunalpolitik dann da ablädt. Ich glaube, jeder hat schon im Saal schon mal Diskussionen mit engagierten Mitgliedern von Fridays for Future gemacht. Und wenn man dann sagt, ja, das ist ein Bundesgesetz, das kann ich jetzt nicht ändern, sagt er, dafür sind Sie in der Politik, Sie sind der Bürgermeister, ändern Sie das Gesetz doch. Bis man das erklärt hat, dass es so einfach dann doch nicht geht, aber das, da dringt man nicht mehr durch. Aber ich kann auch die Ungeduld von jungen Menschen verstehen und deshalb suchen wir auch alle den Kontakt. Das ist auch sehr herausfordernd, aber ich würde mir auch wünschen, ein bisschen mehr Anerkennung von Umweltverbänden, von Klimaschützern, was wir alle schon tun, wo wir alle schon herkommen, selbst wenn der Weg noch lang ist. Aber das ist niemand, der in der Stadtverwaltung das Thema leugnet oder wegdrückt, sondern ob Corona oder Ukraine, die Themen, die laufenden Themen bearbeiten wir ja trotzdem noch. Kita, Schule, Straßenbau, Modernisierung, Digitalisierung, also das machen wir alles noch obendrauf. Mhm. Wir versuchen wirklich in der Kommunalpolitik immer 10 Bälle gleichzeitig in Luft zu halten und dann kommen immer noch welche dazu und da wünschen wir uns gelegentlich auch Wertschätzung für das, was wir schon gemacht haben. Ich glaube, das zählt uns auch gut. Das wird uns noch weiter anspornen, auch im Bereich Umweltschutz und Klimaschutz noch einen Zacken zuzulegen. Aber Sie haben es gesagt, die Jungen sind ungeduldig. Frau Rieh und Frau Kinnert, Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind ja eigentlich nur noch so mitteljung. Sind Sie denn auch ungeduldig? Also vielleicht kann ich dazu auch direkt was sagen. Ich finde nicht, dass der Klimaschutz zu abstrakt für die Menschen ist. Herr Kufen hat gerade darauf hingewiesen. Ich glaube, seit letztem Jahr, also letzten Sommer, ist dieses Thema, glaube ich, für niemanden mehr in NRW, in Rheinland-Pfalz zu abstrakt. Aachen selber hatte Glück. Es gibt trotzdem Bezirke in Aachen, die auch sehr stark betroffen waren. Aber gerade die umliegende Region, die Städteregion Aachen, ist ja mit Stolberg und Eschweiler sehr, sehr stark betroffen gewesen. Und da konnte man wirklich sehen, was für Wassermassen und was die Wassermassen einfach auch gemacht haben mit den versiegelten Flächen. Und ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass das nochmal ein sehr, sehr extremer Weckruf war für viele Menschen, aber natürlich auch für die Politik. Und gleichzeitig hat man gemerkt, dass es nicht möglich ist, irgendwie alles nochmal genauso aufzubauen. Und gleichzeitig fragt man sich, was soll man denn stattdessen machen und wie soll man das Geld hernehmen und wie schafft man das überhaupt so schnell, das nochmal auf die Straße zu bringen, weil gerade ja jetzt auch noch die Lieferkettenproblematik da ist, weil natürlich auch noch Baudienstleistungen gerade so schwierig zu haben sind, auch Planer sind jetzt gerade auch nirgendwo zu haben. Das ist, glaube ich, ein Problem, was viele Kommunen kennen. Gleichzeitig bin ich Mobilitätspolitikerin gewesen im Rat der Stadt Aachen, bin immer noch mobilitätspolitische Sprecherin im Rat der Stadt Aachen und wir haben in Aachen den Klimanotstand ausgerufen und tatsächlich auch den Radentscheid beschlossen mit 40.000 Unterschriften und das war alles super und ich merke auch, wie groß diese Ungeduld ist und gleichzeitig habe ich als Kommunalpolitikerin festgestellt, wie man darin gefangen ist, dass man einerseits natürlich weiß, wir haben jetzt einen Auftrag von den BürgerInnen, dass die ganz klar sagen, wir wollen bessere Radwege haben. Gleichzeitig geht es um die Umsetzung und bei der Umsetzung ist dann direkt dieses Problem, das Finanzielle auf jeden Fall, wo man dann immer sagen muss, es geht immer um überregionale Fördertöpfe, die eigentlich immer nur stückchenweise, fleckchenweise Sachen fördern und dann muss man meistens schauen, bei uns ist es die Regionetz, dass da vielleicht sowieso die Straße aufgebrochen wird und dann kann man Stück für Stück irgendwie die Straßen irgendwie erneuern, das geht aber nicht schnell genug. Das sind Sachen, die ich jetzt auch wirklich in die Bundespolitik mitgenommen habe, wo ich persönlich sagen muss, das funktioniert einfach so nicht. Es geht nicht darum, dass man für jedes Stück Straße eigentlich einen Förderantrag ausfüllen muss mit Partnerinnen und Partnern, die dann irgendwie ewig lang dann auch noch warten müssen, bis es ein Ergebnis gibt und man weiß weder, wie es danach weitergeht, wie es vorher weitergeht auf der Straße. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich als Kommunalpolitikerin festgestellt habe, dass es meistens gar nicht um diese Leuchtturmprojekte geht. Es geht nicht darum, ob man jetzt einen Wasserstoffbus fahren lassen kann oder wie viele Wasserstoffbusse es gibt oder ob es Wasserstoffbusse gibt, sondern es geht meistens wirklich um die Frage, ist das ÖPNV-Netz überhaupt gut genug ausgebaut, dass man die Menschen wirklich von A nach B bringen kann, dass der ÖPNV wirklich eine Alternative ist. Und ich finde, dieses regulierende Fördersystem des Bundes muss da einfach aufgeweicht werden, dass man wirklich viel pauschaler sagt, die Kommunen kriegen also nicht nur des Bundes, sondern auch des Landes, aber generell überregionale Förderprogramme, dass die Kommunen am besten wissen und da sitzen genügend verschiedene Parteien und Fraktionen drin, dass die schon genau gemeinsam überlegen können, wo vor Ort auch der Schuh drückt und das auch umzusetzen und dann auch die Mobilitätswende, die Klimawende hinzubekommen. Mhm. Zu dem Punkt mit dem 9-Euro-Ticket möchte ich trotzdem eine Sache sagen, weil es mir tatsächlich sehr wichtig ist.
Ich verstehe, dass die Kommunen das vermutlich nicht gemacht hätten. Ich sehe es aber allerdings auch als Mobilitätspolitikerin auf kommunaler Ebene als Chance, dass man auch nochmal den überregionalen Ebenen zeigen kann. Seht ihr, wenn das Angebot da ist, wenn der Preis stimmt, dann möchten die Menschen damit fahren, aber dafür muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Ich hoffe persönlich sehr, dass, ich habe mit sehr vielen Verkehrsverbünden gesprochen, dass die Einschätzung erstmal stimmt, dass wir gesagt haben, dass viele Verbünde sagen, wir sind bei 75-80% der Kapazität, die wir vor Corona hatten. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen Luft nach oben, dass die Menschen dann tatsächlich auch ein positives Erlebnis von diesem 9,95-Ticket haben. Ich hoffe es wirklich. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig wird auf einigen Strecken und dass man dadurch dann wirklich nochmal einen Impuls geben kann, dass die Kommunen dann auch nochmal sagen können, seht ihr Leute, wir können es schaffen. Die Menschen sind bereit umzusteigen. Wir brauchen aber einfach nur die Netze, die Busse und vor allen Dingen auch die FahrerInnen. Und deswegen bin ich froh, schreiben Sie uns gerne, bombardieren Sie uns gerne mit Mails, wenn es gut funktioniert, auch wenn es nicht gut funktioniert. Bei den ÖPNV muss man, glaube ich, dringend auch nochmal investieren. Und da sehe ich tatsächlich auch die Aufgabe des Bundes auch. Frau Kinnert, wie ungeduldig sind Sie? Also ich sitze hier heute schon den ganzen Tag auf einem Industrie- und Mittelstandskongress in der Hannover Messe und habe da eben die Erfahrung gemacht, ich glaube, ich war auf 6 Foren, auf 6 Panels heute als Zuschauer und Gast. Und auf den ersten 3, da ging es um die alte Welt, da ging es um Hungerkrise, da ging es um Ressourcenknappheit, da ging es um Inflationskrise, da war das Spitzenpersonal da. Danach ging es um junge Generation, Diversität und Nachhaltigkeit, da war es dann nicht da. Und sie haben sich entschuldigt mit, gerade jetzt geht es nicht. Und ich glaube, das ist natürlich schon der Denkfehler und die Befürchtung, die ich habe, dass wenn die alte Welt kommt, wenn die materiellen Debatten da sind, die natürlich wichtig sind und gerade für Kommunalpolitiker und Menschen, die an den Lebenswelten nahe arbeiten sowieso, müssen wir trotzdem verstehen, dass Diversität, Nachhaltigkeit, Langfristigkeit in Prozessen keine Add-ons sind, keine Zusatzpakete sind, die wir uns mal erlauben, wenn der Wohlstand da ist, sondern dass die ganz strukturell und systematisch Teil der Lösung sind. Erst dann, wenn wir Innovationsgeist entfesseln, erst dann, wenn wir langfristige Prozesse schaffen, erst dann, wenn wir alle Potenziale aktivieren, weil Menschen da gleichberechtigt teilhaben können, dann schaffen wir, glaube ich, auch Aufschwung, dann schaffen wir Stabilität. Und das ist, glaube ich, ein Denkfehler, gegen den wir arbeiten müssen und den erlebe ich, ich würde sagen, gar nicht jetzt unbedingt bei einzelnen Politikerklassen, aber vor allem Dingen schon in der Sorge, auch in der Geübtheit, auch in der Krisenhaftigkeit auf einer Management-Ebene. Und da möchte ich erinnern, dass ich glaube, da gibt es eine gemeinsame Lösung und keine Themen, die man gegeneinander ausspielen muss. Ja, vielen herzlichen Dank. Das darf jetzt ein bisschen nachklingen und nachhallen, quasi als Schlusswort. Herzlichen Dank für die tolle Runde, für die schönen Gedanken. Vielen herzlichen Dank, Frau Rieh und Frau Kinnert. Ich wünsche Ihnen noch gutes Gelingen bei Ihren Projekten und dem, was Sie da in Hannover und Berlin vorhaben. Vielen herzlichen Dank, Herr Korte. Danke.